Herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank. Mein Second Run ist beendet. Und hier sehen wir zwei Spielstände vom Second Run. Einfach nochmal, weil ich meine Zahlen nicht verfälschen wollte, was die Zeit angeht. Hier haben wir also 8 Stunden und 48 Minuten gespielt. Das war bis zu Veldin. Also Veldin habe ich noch nicht angefangen. Und im Vergleich hierzu der Spielstand hier. Da sieht man schon deutlich einen Unterschied, also das ist ungefähr die Hälfte. Ist schon sehr geil. Dann habe ich jetzt die Konsole nochmal ein bisschen angelassen, während ich unter dieser tollen Regendusche da stand, die ich euch ja sicherlich bei Tag 5 gezeigt haben werde, weil ich noch nicht geschnitten habe. Plane ich auf jeden Fall. Und deswegen haben wir da jetzt also 12 Stunden 11. Dafür haben wir aber auch definitiv viel mehr Bowls, und zwar 250.000, um genau zu sein, ungefähr so. Das Problem ist, wir brauchen 400.000 Bowls für den Reißen die auf und die 10 Goldwaffen. Habe aber leider vergessen, dass ich noch 30.000 brauche, um überhaupt erstmal die Stromklaue zu kaufen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt noch 29.000 Bowls bekommen, wenn wir hier so weitermachen. Wenn wir noch die Stilpunkte suchen und so in die Goldbowls. Weil sonst bin ich im Arsch. Weil die Golddusche, die Goldbowl, nee, die Bowldusche geht wohl tatsächlich nur einmal. Beziehungsweise die Kartons sind jetzt halt da nicht mehr da, die Kisten. Und den Glitch kann ich leider nicht mehr nutzen. Das heißt, ich müsste die mir wenn dann tatsächlich legal fahren. Wäre jetzt aber auch kein Problem. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass wir noch so ein paar Bulls finden. Ja, wir sind jetzt auch immer noch hier auf Rilga in Blackwater City. Ist an sich gar nicht so schlecht, denn dann können wir uns tatsächlich erstmal den Reißen hier aufkaufen. Auf den ich ziemlich gehypt bin, muss ich sagen. Ich bin mal sehr gespannt, wie heftig der wirklich ist. Und ja, da freue ich mich einfach nur drauf. Ach, Bastard hier. Ja, worauf ich mich hingegen weniger freue, sind die ganzen Stilpunkte. Wobei da eigentlich ziemlich viele dabei sind, wo man einfach nur irgendwelche Sachen vom Himmel schießen muss. Naja gut, es klingt halt einfach. Aber ob es dann wirklich so einfach ist, werden wir sehen. Aber ich würde sagen, wir sind bestens vorbereitet. Wir haben 400.000 Bowls. Wir haben jetzt mittlerweile die 8er Energie. Insofern, ich würde sagen, ich bin bereit. Hast du mich nicht verstanden? Ich bin bereit. Na. Er schlägt seine Schläge weg. Er steckt seine Schläge weg, als ob er, ja, wie soll er sagen? Als ob er ein Schwamm wäre, ne? So, die Dinger sind übrigens ziemlich nervig, weil man die nicht mit dem Hieb kaputt machen kann, glaube ich, oder? Wie war das? Ich meine, das hatte ich mal probiert. Ich versuch's noch. Ja, scheiße, jetzt habe ich einen Verspötter. Ja, mal ausprobieren. Der bringt gegen die einfach mal gar nichts. Schön. Ja, der Verspötter, ich glaube, den habe ich generell sogar ein bisschen überschätzt. Also, der kann auch Kisten kaputt machen und offenbar auch irgendwie Gegner. Ist ein merkwürdiges Teil. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht so wirklich verwendet. Genauso wie die Saugkanone, werde es auch nicht tun. Aber ich wollte den Hieb wieder ausrüsten. Da oben habe ich noch die Köderhandschuhe. Die packe ich auch mal wieder weg. Da packe ich meinen Verwüster wieder standardmäßig hin. Für den Fall, dass wir ihn brauchen, ne? Der Quizbleistift muss auf das Heft zeigen, falls ich einen Aufsatz schreiben muss. Ach nee, Blödsinn, ist der Aufsatzbleistift. Scheiße. Ich kann die doch mit dem Hieb kaputt... Mit irgendwas konnte ich nicht kaputt machen. Das war nämlich, hier bei der Blagstation, bei dem ersten Blagstations-Dingsbums da. Oder? Nee, irgendwo gab es auf jeden Fall so eine Ebene, wo du schwimmen musstest und dann da diese Viecher waren. Und ich habe die irgendwie mit irgendwas versucht kaputt zu kriegen und es ging nicht. Vielleicht waren es auch die Todeshandschuhe. Weil ich die davon davon ein paar gespammt habe. Ich muss doch jetzt den Weg hier gehen. Naja, ich muss den Weg hier gehen. Sonst komme ich nicht zu Downtown. Da habe ich schon mal alles richtig gemacht. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen gewissenhafter kämpfen hier. Alles kein Problem. Ja, war eigentlich eine ganz chillige Zeit jetzt hier, der Second Run. Auch wenn zwischen den ersten beiden Aufnahmen und den restlichen drei Aufnahmen eine Menge Zeit lag. Wobei die drei Aufnahmen tatsächlich innerhalb von 2 Tagen, wahrscheinlich so innerhalb von 24 Stunden erledigt wurden. Und das ist dann schon ziemlich heftig gewesen. Aber gerade hier so Tag 4, Tag 5, war halt jetzt so die Zeit, wo ich Spotify getestet habe. Weil mich meine Freundin darauf gedrängt hat, dass ich das nochmal machen soll, weil es so geil ist. Und ja, es ist tatsächlich sehr geil. Und da habe ich dann auch wieder endlich mal, besser gesagt, das Album von Emily DeForest und von Loreen durchgehört. Also hier eine Euphoria von 2012. Heal heißt das Album, glaube ich. Und von Emily DeForest dann hier, die hat ja hier mit Only Teardrops 2013 angewonnen. Beim ESC und ja. Da habe ich jetzt endlich mal die beiden Alben durchgehört. Die waren sehr geil. War sehr entspannt, die einfach neben dem Durchzocken hier zu hören. War schon ziemlich geil. Naja,
Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier jetzt erstmal wieder in die Downtown, töten die ganzen Leute und dann geht's ab mit dem Reisendorf. Da bin ich erstmal sehr gespannt. Ich muss mich vor allem jetzt daran gewöhnen, die Sequenzen hier drin zu lassen, weil ich habe ja alles, was ging, übersprungen und das meiste ging. Die einzige Sequenz, die ich ja leider nicht überspringen konnte, war das Anfliegen auf einen Planeten. Was ich ziemlich kacke finde, weil ich musste natürlich ziemlich häufig zwischen den Planeten hin und her wechseln. Beziehungsweise ich musste auch einfach dann zum nächsten weiterreisen, was natürlich die dasselbe Problem beherbergte. Was weiß ich. So, ich werde erstmal hier das Ding töten, den Panzer. Ich sagte den Panzer töten. So, und ein Stilpunkt ist auch unter anderem, einen dieser Panzer in ein Huhn zu verwandeln. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das geht. Und dann habe ich gemerkt, oh, mir fehlt ja tatsächlich noch neben dem Reißen hier auf eine Waffe. Siehst du hier. Und die Stromklaue natürlich, das ist dann die dritte Waffe. Und das ist der Wandlerstrahl. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wo ihr den bekommt. Ich, mir fehlt nur noch ein Bereich, den ich erkunden muss. Das können wir auch, schätze ich mal, hier schon sehen. Da oben. Ich habe ja schon ein bisschen gespielt, aber bin dann abgekackt. Und da am Ende soll es wohl noch eine Waffe geben, weil ich habe mich schon gefragt, was bringt mir diese obere Stadt da überhaupt dann? Ja, die scheint mir dann tatsächlich den Wanderstrahl zu bringen und damit kann man wohl Gegner in Hühner verwandeln. Und das muss man mit einem Panzer machen. Oder beziehungsweise mit so einem Ding, was da noch rumfährt von dem Panzer, also nicht mit dem oberen Panzer. Und das soll dann auch nur auf diesem einen Planeten da gehen, auf, wie hieß denn, nicht Arida, nicht Novalis, irgendwas. Mann, ich muss es eigentlich wissen, ich war so oft da. Wie hieß der Planet? Moment. Wer will jetzt drauf kommen? Das gibt's doch nicht. Batalia hieß der Planet, ja. Gut, ich würde sagen, wir können ihn uns leisten, das ist so cool. Hallo. Ja, hier, bitte. Ich möchte bezahlen. Mann, das Ding ist schwer. Ja, versuch mal, das 2 Monate in deinen Trenchcoat rumzuschleppen. Danke, Sir. Wir empfehlen Ihre hervorragenden Dienste weiter. Hör zu, du kleiner Blödmann. Wenn ihr irgendjemanden von mir oder von dem Geschäft erzählt... Hey, soll ich ihn an dir mal ausprobieren? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Er ist ja eigentlich ziemlich dämlich von dem, dass er uns den so gibt und dann uns bedroht. Aber okay, gut. Ja. Ich habe jetzt hier leider keine Gegner. Ich will hier einen Gegner direkt ausprobieren, aber ich... Okay. Wie viel sind das? 4? Ja, es sind 9. Okay, gut. Es sind offenbar 9 Raketen, die wir auch auf einmal abschießen können mit einer Munition. Und wir können 50 Munition tragen. Mich würde mal sehr interessieren, wobei wir haben hier ja direkt einen Händler, wie viel die denn dann beim Gadget-Händler kosten. Ich schätze mal, die kann man doch danach kaufen, oder? Weil sonst bekommt man die ja sicherlich. Ja, doch, bekommt man sicherlich auch so. Aber ich schätze trotzdem mal, dass man... Ja, hier, das ist es nämlich. Stromklaue, da brauche ich nur 30.000 für. 20? Das ist ziemlich derbe, ne? 20 und davon... Das ist geil. Ja, jetzt versteht man auch, warum es die mächtigste Waffe ist. Kann ich diese Telefonzellen damit zerstören? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, schade. Ja, es sind doch eigentlich nur frei rumfliegende Raketen. Also ist jetzt nicht die Ultrawaffe schlechthin. Was, keine Ahnung, jetzt die Kraft angeht, sondern es ist einfach ziemlich viel auf einmal. Okay. Ja, wo soll ich überhaupt hin? Ich glaube, wir sollten mal lieber wieder zurück, weil das geht, glaube ich, schneller oder so. Das fehlt mir teilweise auch auf dem Planeten, muss ich sagen. So eine Art Taxi halt wirklich. Also, dass man wirklich jederzeit irgendwie sich zurückbieben kann. Das wäre halt wirklich extremst praktisch. Weil sonst muss man halt, wie jetzt hier zum Beispiel, erstmal jetzt entweder den ganzen Weg weitergehen oder man muss hier das Taxi zurücknehmen zu den Stadtdocks und muss von da aus dann nochmal zurücklaufen zum Raumschiff. Das ist halt immer so ein bisschen doof. Aber ich bin ja schon froh, dass es diese Taxis überhaupt gibt, dass man zurückkommt, dass man weiterkommt. Ja, das ist schon sehr praktisch. So, hier kam ich hierher, offenbar. Ja, dann haben wir jetzt also den Reißen hier auf. Ich würde sagen, wir machen dann direkt mal weiter mit den Goldwaffen. Wobei, wir können gerade mal direkt, können wir hier nicht machen, das können wir erst beim Raumschiff machen, wegen den Goldbullets. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Checken, was für Goldbolts ich noch brauche. Also wo ich noch welche brauche und sowas. Dann möchte ich mir nämlich auch mal umgucken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde schon zu 80% sagen, dass wir hier bei Rilga fertig waren. Was die Goldbolts angeht. Und wir haben jetzt schon, ich glaube, so 15 oder sowas. Wo ging das mal? Gegenstände, ne? 25 haben wir schon. Okay, ja, wir haben 15. Moment, gibt es nicht nur 30?
Nee, es gibt 40. Okay, gut. Das kann mir jetzt schon ein bisschen zu viel fordern. Ja, dann fehlen uns noch 15. Gute Sache. Aber wir können dann halt trotzdem schon mal ein paar Waffen kaufen. Was ich auch ganz gerne schon machen würde, tatsächlich. Raumschiff. Ich muss zum Raumschiff dann. So, dann gucken wir jetzt erstmal wegen den Goldbolts durch. Ich habe halt auch noch eine Liste auf meinem Handy, wo ich dann sehe, wie viel... Wo die ganzen Goldbolts sind und sowas. Ich will jetzt aber erstmal wissen, wo mir noch wie viel fehlen. Also hier auf Rilgar scheine ich dann fertig zu sein. Ich sage noch nicht absolut fertig, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stilpunkte. Und ich glaube, auch hier brauchen wir noch einige. Ach nee, hier müssen wir sogar den Panzer in den Huhn verwandeln. Das ist interessant. Okay, gut, dann müssen wir es hier machen. Außerdem müssen wir die Hoverboard-Strecke in einer bestimmten Zeit schaffen und den Twisty Mac Marks anwenden, wo ich immer noch nicht weiß, wie der überhaupt geht. Ja. Insofern müssen wir da nochmal hin zurück. Aber wir haben die Mission hier abgehakt, was sowieso eigentlich klar sein sollte. Und die Goldbots haben wir auch alle. Das ist schon mal schön. Dann fangen wir mal ganz oben an. In Novalis, da fehlen uns noch 3 Goldbowls. Wo gab's nochmal? War das in Novalis oder war das in Eudora? Das war in Novalis, oder? Goldwaffenraum, oder? Ich habe schon keine Ahnung mehr davon. Junge, Junge, das ist nicht lang her. Naja, okay. Sonst gucken wir jetzt auf jeden Fall erstmal wegen den... jetzt habe ich die Stilpunkte hier. Nee, die will ich ja nicht. Ich will die noch nicht sehen. Ich würde mich tatsächlich ganz gerne erstmal um Goldwaffen und an die Goldbolts kümmern. Wobei man es eher andersrum sagen sollte, ne? Na, ist auch egal. Ich meine, das war hier. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt einfach schon mal ein paar. So die teuersten am besten. So, die für 60.000. So, hier brauchen wir nämlich noch die Stromklaue, die wir noch kaufen müssen. So, hier die goldenen Bombenhandschuhe, die benutze ich generell nicht mehr. Dann haben wir den Verwüster. Der Verwüster ist, glaube ich, ganz geil, den kaufen wir uns. Okay, goldener Verwüster. Was bringst du jetzt genau? Das ist auch so eine Sache, die ich mir... Ach, der teilt sich jetzt, glaube ich, nochmal, ne? Ja, okay, der teilt sich. Das heißt, er kann jetzt 2 Ziele treffen. Gut. Und hier die Kuppel ist jetzt auch leer. Das ist auch sehr schön. Okay, so hier haben wir den Pyrozitor. Der ist auch ganz geil, kaufen und so. So, und hier im Dingsbums stehen jetzt wahrscheinlich, genau, benutzt 8 und gefunden 25. Damit haben wir jetzt noch 17 übrig. Jo. Das ist gut. Dann können wir uns theoretisch noch 4 Waffen kaufen. Den Minenhandschuh benutze ich jetzt auch nicht wirklich. Den Blaster benutze ich noch öfter. Also ich erstmal so meine... High-Frequency-Waffen benutzen. Das klingt jetzt auch... Ja, halt so die ich öfter benutze, so, ne? Die müssen ja nicht unbedingt eine hohe Frequenz, Schussfrequenz haben. Eher Todeshandschuhe benutze ich auch öfter. Können wir dann im Einzelfall nochmal ausprobieren, was die dann bringen. Todeshandschuhe können wir jetzt mal... Wir wirft jetzt vielleicht 8 oder so? Ne, der wirft auch... Okay, die Dinger sind jetzt... Das sind so riesige Dinge. Vorher waren es ja so kleine Hunde, die sind jetzt größer. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch mehr Damage machen. Das ist logisch, ne? Köderhandschuh, den habe ich irgendwie noch gar nicht benutzt. Die Saukanone benutze ich auch nicht, deswegen sind die auch alle so billig. Ja, dann nehmen wir doch lieber mal den Bombenhandschuh. Ich will jetzt halt vor allem Waffen kaufen, die schon mal recht teuer sind. Hat eigentlich keinen Grund. Die sind jetzt hier auch golden, ja? Ja, die sind jetzt hier gold hinterlegt. Sehr schön. Minenhandschuh, Visibomben können wir auch nicht verbessern. Wir können nicht alles verbessern, ne? So, wir haben jetzt noch wie viel? Wir haben jetzt noch 5 übrig. Das heißt, wir können uns noch eine Waffe kaufen. Minenhandschuh für 10.000. Den Wandlerstrahl müssen wir erst noch bekommen. Den Köderhandschuh oder die Saugkanone. Dann würde ich sagen, den Minenhandschuh, ne? Das ist dann, glaube ich, keine große Frage. Köderhandschuh und Saugkanone benutze ich nicht. Und die anderen beiden Waffen habe ich noch nicht. Damit haben wir jetzt 8 Goldwaffen, richtig? Nee. Und dahin. Moment, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Nee, es gibt, glaube ich, insgesamt. Nee, insgesamt gibt es im Moment. Ja, doch, klar. Ja, klar. Logisch. Wir haben jetzt 2, die wir uns noch nicht holen wollten, weil ich die nicht brauche. Und zwar die beiden hier. Und die hier besitze ich noch gar nicht. Legal. Und jetzt gehen auch die Hunde hier langsam. Vor die Hunde. Ah, oh Gott. Ja, weil die hier so lange hier draußen waren. Okay, gut. Schön. Ja, nichtsdestotrotz brauchen wir noch Goldbolts hier in Novalis. Wieso war ich hier jetzt noch nie? Was ist hier? Ich weiß gerade nicht, wieso ich hier noch nie war. Keine Ahnung, wir gehen den Weg einfach mal lang. Ich wette, beim First Run waren wir da, aber beim Second Run
war ich offenbar noch. Okay, hier können. Achso, hier. Okay, hier müssen wir tauchen. Gut. Okay, das erklärt die Sache. Das erklärt die Sache vollkommen. Andererseits, wir konnten ja vorher schon schwimmen. Ich wette, ich war hier, aber ich habe den Weg mal einfach vollkommen missachtet, weil ich dachte, ich wäre fertig. Ist jetzt nicht weiter dramatisch, würde ich sagen, ne? Aber es ist trotzdem sehr interessant. Wie waren das jetzt? 4 Goldbolts waren das, glaube ich, ne? Oder 3? Ich habe schon wieder vergessen. Naja, wenn wir 3 haben, werden wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ich werde mich bestimmt nicht tot suchen, wenn es doch nur 3 gab. So, Verwüster können wir gebrauchen, haben wir gerade wieder verschwendet, um es auszuprobieren. So. Hier haben wir auch erstmal lustige. Eieieie. Dinger. Ach, die will ich mit meinem Hieb platt machen. Ja, der Hieb ist einfach wunderbar, wirklich. Der Hieb ist ganz toll. Wobei die schon scheiße schießen. Deswegen wäre es vielleicht doch besser, die gar nicht mit dem Hieb zu erledigen, sondern. Ja, zum Beispiel mit dem Blaster. Ich glaube, bei Wüste müssen wir da jetzt nicht wirklich investieren für die Pisser. Oh, man kann die Pflanzen kaputt machen, das ist ja toll. Man kann verdammt viel hier kaputt machen, aber nichts davon gibt einen Stilpunkt. Das ist einfach mal absolut gegenteilig zu Spyro. Weil da musste man durchaus einfach mal Palmen schütteln oder kaputt machen oder irgendwas. Und hier ist es einfach mal vollkommen irrelevant. Das war, glaube ich, sogar das erste Mal, wo wir tauchen mussten, ne? Das heißt, ich war hier definitiv. Achso, ich kann ja hier mein Hydro-Pack benutzen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dauert ja die ganze Scheiße nicht so lange. So, ah, und da gibt es sogar einen, additional Bereiche. Das ist natürlich ganz geil, dass ich dann hier noch nicht war. Dann können wir das nämlich direkt an einem mit abhaken. Der Bereich soll hier sein. Irgendwo. Das ist auch immer so die Sache mit Geheimbereichen. Da weiß ich so oft gar nicht, wie ich da hinkomme, ne? Das ist echt richtig doof. Moment, ist da jetzt noch irgendwas? Muss ich da... Moment. Ich wette, da ist die Wand sprengbar, ne? Ja, die sieht definitiv sprengbar aus und da kann man auch... Ja, gut. Mich würde mal interessieren, ob man das mit Bombenhandschuhen machen kann, aber weil ich einen Verwüster ausgerüstet habe, nehmen wir noch den Verwüster. Goldbolt. Ja, natürlich, definitiv Goldbolt. Das war definitiv klar. Sehr schön. Ja, aber die Goldbolt-Jagd macht richtig Bock, muss ich sagen. Das ist richtig geil. Generell bereue ich es auch auf keinen Fall 100% jetzt zu machen, weil es ist unglaublich cool. Und ja, es motiviert halt sehr. Auch ein Second Run motiviert tatsächlich. Hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, jetzt nochmal das ganze Spiel durchzuspielen mit dem Knowledge, wie man bestimmte Gegner tötet, wie es mir vielleicht einfacher machen kann. Wie ich zum Beispiel bei der Gamelick-Basis gemerkt habe, mit den Visibomben ist es natürlich jetzt deutlich einfacher, als einfach durchzurennen und 1000 Mal getroffen zu werden, so wie ich das gemacht habe im Let's Play. Also es gibt schon so ein paar Kniffe, die ich da jetzt durchaus raus hatte und das erklärt dann auch meine deutlich, deutlich schnellere Zeit. War ja wirklich knapp die Hälfte. Und ja, das war schon ganz geil. Hat sehr viel Bock gemacht. Einen dritten Mann würde ich jetzt zwar nicht machen, aber ich werde das Spiel auf jeden Fall noch irgendwann nochmal spielen, definitiv. Ob ich es nochmal Let's Play, weiß ich nicht, mal schauen. Replay schließe ich nicht aus, aber ich habe erstmal viel zu viel noch zu tun mit der Reihe. So, dann sind wir jetzt auch hier fertig. So, da haben wir auch noch einen geheimen Bereich und da natürlich der große. Dann checken wir doch erstmal das hier aus. Da können wir jetzt locker irgendwo lang tauchen, oder? Wir konnten ja sonst hier nur oben durch. Ich wollte ja damals schon hier unten durch, irgendwie. Bin ich mal gespannt, wie die es jetzt hier geregelt haben. Andererseits, ja, kommt man ja raus später, ne? Das ist ja die Rutsche, wo man da rauskommt. Aber muss ja nichts heißen. Und es sieht auch so aus, als könnte man da irgendwie... Vielleicht kann man auch bei der Rutsche später woanders hin, so. Wobei, nee, das ist jetzt hier der Geheim... Ja, okay, gut. Ich denke, hier ist ein Greifhakenpunkt für uns. Ein Schwunghaken. Wir kommen da auf jeden Fall hoch. Ein Schwunghaken ist hier aber nicht. Wir müssen da rüber springen. Hätte man auch mal drauf kommen können. Oder vielleicht auch nicht. Moment, ich gucke mich mal ein bisschen um. Vielleicht ist hier nämlich doch ein Greifhaken. Also, das ist eine Lampe, ne? Also, da kann ich mich nicht festhalten. Nur mal, dass wir uns jetzt da... Ja, gut. Okay. Wie wär's von hier aus irgendwie? Also, ich schätze schon, dass wir von hier aus da rankommen. Also, es gibt ja teilweise so Geheimbereiche, die so miteinander interagieren. Da muss man dann irgendwo... Na, anders in den Geheimbereich, damit man in den anderen kommt, aber... Moment, ich wollte...
Ja, das ist jetzt echt interessant. Wie kann ich da hochkommen? Auch immer darauf achten, ob hier irgendwo so ein Wandsprung oder sowas. Natürlich ist hier ein Wandsprung. Ah, ich Fischkopf. Sehr gut. Und hier ist ein natürlich ein Goldball. Sehr gut. Ja, Wandsprung ist wirklich tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil man darauf oft nicht achtet. Das erinnert mich an meine schöne Zeit bei Spyro Hero's Tale. Das war witzig mit dem Wandsprung. Ja. Der Fail ist Let's Plays. Herrlich, herrlich. Naja. Aber wir haben jetzt immerhin dieses... Oh, diesen Goldball gefunden. Stimmt, die Dinger töten mich nicht. Das finde ich also... Die Dings mich nicht. Finde ich ganz geil. Verletzt mich nicht. Ja, gut. Lohnt es sich ja weiterzugehen. Einfach wegen der Rutsche lohnt sich, glaube ich, schon, oder? Nur mal runterrutschen können. Das macht Spaß. Was macht Spaß? Nein, SpongeBob! Nicht macht Spaß und ist fair. Ist jetzt hier nicht schon direkt? Nee, hier ist erstmal noch so ein riesen Wartungsraum. Da können wir einfach rüber. Ohne große Umschweife. Können dann hier rauf. Diese Stelle bleibt mir immer im Kopf, weil ich hier Twin Sandy-Vergleiche geschlossen habe. Das ist... ich weiß nicht. Ah ja. Ah, könnte ich auch nochmal spielen. Na, ich könnte so viel nochmal spielen. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Runterfallen erinnert mich wiederum an die ganzen komischen Grindschienen. Wobei, nee, nicht mal die Grindschienen. Das erinnert mich eher an diese eine Scheißstelle da. Bei den Ruinen von Gorda City, also in, Altanis. Scheiße, echt. Die ganze Zeit runterfallen. Ja, diese Magnetbahn da, meine ich. So, der Part ist aber auch schon wieder vorbei. Und, beim nächsten Mal geht's dann hier weiter in Novalis. Dann gucken wir nochmal den letzten Geheimbereich danach. Und, ja, finden dann hoffentlich hier schon alle Goldboats. Sollte ja hier noch nicht so wahnsinnig schwierig sein. Ich wollte es halt auch wirklich erst jetzt machen, weil ich halt jetzt alle Waffen habe und sowas und eigentlich Access zu allen Orten haben sollte. Vielleicht auch, wenn man ein bisschen nachdenken muss, was gerade zum Beispiel schon wieder der Fall war. Jetzt will ich aber nur noch mal kurz am Ende der Aufnahme, am Ende des Parts wissen. Es gab hier drei. Okay, gut. Das heißt, wir werden auch nur noch einen finden müssen in diesem Geheimbereich. Das werden wir schaffen. Und dann sind wir hier auf Novalis erstmal fertig. Dann müssen wir noch den Zielpunkt holen. Das könnten wir eigentlich in einem machen. Das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.